So, willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 2 Klassische Trilogie. Wir werden uns etwas ranmachen hier mal eben. Klar, 6 ist glaube ich richtig, oder? Ja. Ja, ich habe doch nicht so wie versprochen. Ich wollte es ja eigentlich an diesem einen Tag durchzocken. Achso, ich muss erst hier rein. An diesem einen Tag durchzocken, aber ich. Irgendwie nach einem Level habe ich irgendwie nie Bock für ein zweites Level, das tut mir echt leid. Egal, Episode 6 immer noch, die Kapitel 4, richtig, die Schlacht um Endor. Die Rebellenflotte nähert sich dem Todesstern und Luke Skywalker hat sich das den imperialen Truppen gestellt. Nun ist er zum Todesstern unterwegs, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzutreten. Das Kommandoteam... Und da Han Solo macht sich auf den Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor. Doch die Rebellen tappen in einer Falle. Obwohl der Todesstern noch unvollständig erscheint, ist er in Wahrheit bereits voll funktionsfähig. Auf das tapfere Einsatzteam der Rebellen wartet eine tödliche Überraschung. Ja. Zurzeit läuft übrigens eine Umfrage, ob ich dieses Spiel zu 100% beenden soll oder ob ich nach den Story-Modus hier aufhöre. Ich würde euch dann noch einen Zusammenhalt zeigen, was so viel bedeutet wie ich würde euch dann halt ein Level zeigen und das zu 100% beenden. Das heißt, wie man so Geheimnisse lüftet und sonst was. Ansonsten würde ich dieses Projekt dann nach den Story-Modus beenden. Da läuft aber gerade halt die Umfrage. Gut, C3PO wird hier irgendwie als Held gefeiert und ich erinnere mich da irgendwie nicht so richtig dran, aber egal. Ich würde jetzt gerne spielen. Das wäre sehr freundlich. Okay, Luke ist gegangen. Ah, unser kleiner Freund. Endlich haben wir... Ja, wir haben endlich einen kleinen Freund, oder? Ja, unseren Steinschleuder-Freund. Wunderbar. Hoppa, so. Dann gucken wir uns mal erstmal hier um. Mit meinem kleinen, süßen Steinschleuder-Freund. Haben wir jetzt kein Jedi hier. Irgendwie ist das ein bisschen doof, finde ich. Ja, da komme ich doch niemals rüber ohne Jedi. Doch, mit R2. Aber R2 kann keinen Hebel betätigen. Also da kommen wir nicht weiter. Gucken wir mal, was wir hier finden. Hier finden wir... kann ich nicht identifizieren. Wir brauchen überall Jedi-Kraft führen. Wir haben kein... Was ist das für ein Scheiß? So, was haben wir hier? Und Münzen. Oder auch nicht, doch, haben wir wohl. Oh, ich finde die kleinen süß. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber das ist auch, glaube ich, nur Nebensache. Aber ich mag sie. Ja. Die kleinen Viecher sind süß. So. Wieder mehr. Ja, richtig. Diese netten Typen können durch diese Klappen gehen. Die kleinen. Kleine Typen können durch Klappen gehen. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Faktor, um Geheimnisse zu entdecken, wenn ihr 100% machen wollt, weil, ja, das zeige ich einfach später, genau. Zeige ich euch sowieso noch später. Gut, also wir gehen weiter. Da kann C3PO was machen. Und erstmal sammle ich mit dem süßen Kleinen ganz viele München ein. Jo, noch mehr München, noch mehr München. Ich hab mich so ein süßer, kleiner, feiner, blauer, nee, roter, Entschuldigung. Rotkappentyp. So. C3PO. Bitte einmal aktivieren. Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Wieso mache ich die Angst? Wieso mache ich dir jetzt schon Angst, Schatz?
Darf ich nicht aus Werbung? Ja, super, da komme ich noch niemals hoch. Wunderbar. Was? Ich habe es irgendwie nur halb verstanden, aber das ist vielleicht doch besser so. Ich bin gerade daneben gesprungen, weil ich mich nicht auf Star Wars konzentriert habe. Worauf ich mich konzentriert habe, ist nicht wichtig. Schatz! Hör auf, hier irgendwie... Ich weiß nicht was, egal, nein. Ist gut, alles in Ordnung. Gott! Wir sind in der vorvorletzten Episode, Kapitel. Wollte ich uns noch anmerken. Das heißt, wir sind... Oh, Gegner! Wo kommen denn Gegner hierher? Ich dachte, das wäre hier oben sicher. Okay, stirb. Viel zu viele Gegner, übrigens. Hören die Gegner auch irgendwann mal auf? Ach, ich muss diese Dinger anschießen. Ist irgendwo noch eins, oder habe ich jetzt endlich alle? Ich glaube, ich habe alle. Gut, fangen wir an mit dieser Kiste. Das ist gar keine Kiste. Ist das was zum Verschieben? Kann ich das verschieben? Ja, ich kann es verschieben. Gut, dann werde ich das auch mal eben verschieben. Und zwar hier hin. Sehr schön. Was jetzt? Jetzt geht mein kleiner netter Freund. Der kleine nette Freund. So, genau. Du kommst noch durch die Klappe hier. Aktivierst mal das Ding hier. Und jetzt hier. Nein. Da rein. Ja, hatte feine Macht. Ja, so. 6 Knöpfe sehen wir da. Dann aktivieren wir die 6 Knöpfe mal. Schubst mich hier nicht runter. So. So, also für Münzen bitte. Ja, ich laufe einfach mal wildballernd durch die Gegend. Das ist ja wohl erlaubt. Oh, Moment. Ach doch. Einmal bitte das Ding hier hochfahren. Sehr schön, danke. So, jetzt gucken wir eben, was hier war. Hier war doch irgendwas. Richtig, das machen wir zuerst. Ja, Leute, irgendwie, ich kann nie mehr als ein Level von diesem Spiel hier spielen. Das kann ich euch nicht erklären. Das ist einfach so, weil, es macht zwar Spaß, aber danach, da hat man genug. Das ist ich kann es schlecht erklären. Egal, wir suchen, nehmen unseren Kleinen und laufen mal hier hin, denn... Wir können jetzt hier wieder durch die kleine Öffnung aktivieren den Knopf und ich nehme an, dass da die Brücke hochfällt. Okay, tut sie nicht. Okay. So. Alle weg. So. Das hier, ach, das führt hier hin. Gut zu wissen. Rein da, lass mich rein. So. Wir haben, naja, noch nicht mal die Hälfte von Varian Edith Story. Aber das kriegen wir schon noch irgendwie hin. So. Ich nehme an, wir müssen jetzt einen Traktor zusammenbauen. Ich hatte anscheinend recht. Wie immer. Ja, Entschuldigung, Chewbacca, aber wenn du mir im Weg stehst, dann muss ich dich leider töten. So. Ja, töte mich, sicher. Noch ein Herz. Gerade Asi. So, bauen wir mal eben den Traktor zusammen. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Oh, was ist das? Vier blaue Dinger. Wo ist mein kleiner Freund? Wo ist mein kleiner Freund? Kommst du bitte mal mit? Aua. Was soll ich mit dem Traktor machen? Duck, duck, duff, die Eisenbahn. Okay. Ah, Hilfe! Böse Leute kommen und wollen mich töten. Genau. So. Schön, dass immer die Köpfe von denen abfliegen. Also, dass das Spiel hier ab 6 Jahren freigegeben ist, ist eigentlich ein Ding, ne? Kann ich die Dinger nicht irgendwie ernten? Die Karotte, vergesst es. So. Han Solo, komm mal her. Könnt ihr bestimmt hier irgendwie. Und jetzt rutschen wir den ganzen Fluss runter. Das ist natürlich. Das ist toll. Hm, super. Hm. So, ich nehme an, das müssen wir dann irgendwie mit dem Traktor machen, glaube ich. Fahr, fahr, fahr. Schneller, schneller, schneller. Dann überfahren wir die ganzen. Ja, ich hatte recht. Die Münzen einsammeln, bevor die alle verschwinden. Zu spät, toll. Ja, jetzt kannst du da nicht durchfahren, oder was? Sehr schön. Und die letzte. Jetzt kann ich sie noch zerschießen. Was habe ich denn jetzt mit dem Traktor geschafft? Okay. Ach, jetzt ist da irgendwie irgendwas. Oder war das schon vorher da? Ich kann es euch nicht erklären. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich kann es euch nicht versichern. Wer kommt da hin? C3PO. Mit nur noch einem Arm, aber das ist egal. Dann teilt euch mal auf, genau. Die coolen mit mir, die dumm. What the fuck? Ja, aktiviert doch mal, danke. Komm, kleiner Mann. Komm mal hier durch. Okay. Haut die bösen Männer. Aua. Aua. Ey, hat er mich gerade getötet? Hast du mich gerade getötet? Hier, friss meine Steinschleuder. So. Bitte einmal hier aktivieren. Danke. Ah, ich muss drüben erst für die anderen beiden aktivieren, glaube ich. Hm, ich mag schon. Aua, mir wird wehgetan. Aua. Egal. Gut. Machen wir halt erst die Brücke für die beiden Kleinen. Moment, vielleicht habe ich ja Glück. Ich kann einen der Kleinen auswählen, hier drauf gehen, dann machen die den Rest. Ja, ich glaube, die machen den Rest. So, jetzt einfach mal eben chillen. Da muss ich nicht nochmal laufen. Das Dumme ist, jetzt kann ich mich auch nicht wehren. Was irgendwie auch einen Nachteil hat. Egal. So, jetzt kann ich mich wieder wehren. Töten wir erstmal alles, was hier uns in die Quere kommt.